Also am Anfang wollte ich eigentlich Bauzeichner werden. Und durch das zweiwöchige Praktikum in der Schule bin ich dann in den Beruf der Altenpflege reingekommen. Habe dann anschließend mein einjähriges Praktikum hier in der Einrichtung gemacht. Danach dann meine dreijährige Ausbildung zum examinierten Altenpfleger und seitdem arbeite ich dann hier im Margrethe Flechhaus in Hausen. Also in dem zweiwöchigen Praktikum habe ich halt gemerkt, dass die Arbeit mit Menschen mir einfach nahe liegt. Das liegt auch bei mir in der Familie. Meine Mutter selbst ist auch Krankenpflegerin und das hat mir wahrscheinlich in den Genen gelegen. Für den Beruf der Altenpflege sollte man mitbringen Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit, was sehr wichtig ist, und definitiv Respekt vorm Alter. Ich finde, wenn man mit älteren Menschen arbeitet, man baut halt zu den Leuten auch eine gewisse Beziehung auf. Man weiß, wie jeder drauf ist, man kennt sich und das entwickelt sich quasi wie so eine kleine Familie. In der Altenpflege ist es auch wichtig, einfühlsam zu sein den Leuten gegenüber. Die Leute haben ein langes Leben hinter sich und man möchte als Altenpfleger den Leuten auf ihrem letzten Weg noch sehr viel Glück bereiten und dass sie sich immer wohlfühlen und glücklich sind. Also mein Beruf gefällt mir besonders halt, dass ich den Leuten helfen kann. Man bekommt sehr viel Dankbarkeit entgegen. Man ist für jemanden da, man baut auch so eine gewisse Art an Familie, Freundschaft mit den Leuten auf. Und diese Dankbarkeit, die Leute einem entgegenbringen, finde ich halt, das ist schon sehr, sehr Besonderes. Also ich würde diesen Beruf jederzeit wieder machen. Ich habe diese Berufung einfach für mich gefunden und ich kann es nur jedem empfehlen, mal reinzuschnuppern und sich den Beruf einfach mal anzuschauen. Der ist sehr viel vielseitiger, wie andere Leute denken. Also für mich ist eigentlich jeder Tag besonders. Man macht jeden Tag neue Erfahrungen, jeden Tag bekommt man neue Erkenntnisse. Klar gibt es natürlich besondere Momente, wenn wir zum Beispiel mit den Leuten Schiffsfahrten machen oder Ausflüge. Ich war mit Bewohnern schon im Urlaub gewesen und das sind alles so Sachen, wo man sich gerne halt dran zurückerinnert.